herzlich willkommen zu unserer nächsten Pilates-Stunde. Mein Name ist Brigitte. Das hier ist Stark Fitness Kloster Neuburg und hier bin ich Trainerin. Wir starten gleich wieder mit der Atmung. Die Beine schön parallel, das Brustbein nach oben. Schau nach vorne. Atme ein durch die Nase. Atme aus durch den Mund. Und zieh schon den Bauchnabel zurück. Wieder ein. Und aus. Und ein großer Bauch. Und ausatme, kleiner Bauch. Lass auch den Popo gezwickt, damit du schön aufrecht bleibst. Also 5 Grad nach vorne geneigt ist die ideale Position. 4. 3. 2. Letztes Mal. Arme strecken. Geh in die Körperspannung und bleib drinnen. Einatmen und ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Langsam sein, letzte 4. 3. 2. 1. Letztes Mal bleib oben, Schulter tief. Und kurz, kurz, staccato, atmen, 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 staccato, staccato, Bauchnabel rein. 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal und stopp, einatmen, ausatmen, bleib hier. Gib die Arme ein bisschen vor den Körper, damit die Schulterblätter in der neutralen Position bleiben. In dieser Position. Einatmen, Daumen rein, Fäuste auf die Schultern, ausatmen. Einatmen, Daumen nehmen, ausatmen. Schau, dass die Oberarme stabil sind. Ein, Daumen nehmen, aus. Ein, Bauchnabel rein, ausatmen, 6 noch, 5, 4, 3, 2. Einmal noch, dann die Fäuste auf den Schultern liegen lassen. Einatmen, nach links, aus und aus. Becken schaut nach vorne, nach rechts, ausatmen, ausatmen. Einatmen, Mitte, Bauchnabel rein. Lass den Blick schön oben. Gut das Becken halten mit dem Powerhouse. Noch 6. Die Arme sind stabil. 5. 4. 3. 2. Achtung, letztes Mal. Und ein
und aus. Ich drehe mich zur Seite für euch. Wir gehen in den geraden Rücken, aber lassen die Arme nach vorne hängen. Einatmen, Beine beugen, geh in den geraden Rücken und lass die Arme hängen. Schau, dass das Brustbein vom Schambein weit entfernt ist und dass der Rücken gerade ist. Einatmen, Bauch rein, mit dem geraden Rücken aufrichten, ausatmen. Nochmal, ein, Beine beugen, gerader Rücken, aus. Die Arme hängen locker. Hier einatmen und ausatmen, gerade Rücken aufrichten, Powerhouse aktivieren, ausatmen, einatmen, aufrichten, ausatmen. Lassen Rücken gerade beim Aufrichten. Lockere Arme. Und Bauchnabel rein. Sechs. Fünf. Gerade Rücken. Gerade aufrichten. Vier. Drei. Lockere Arme. Powerhouse. Zwei. Letztes Mal, schau zu mir, bleib unten, streck die Arme, gib die Fingerspitzen zusammen. Der Rücken ist gerade und du zeichnest jetzt U, U, U. Hin und her schwingen. Bewege nur den Oberkörper, lass die Arme gestreckt. Zieh den Bauchnabel rein. Schau, dass die Beine stabil sind. Bauchnabel rein und gut atmen. Lass die Arme gestreckt. Noch sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und Mitte, einatmen, sinken. Ausatmen, Bauchnabel rein. Weiter bewegen, vier. Drei. Arme gestreckt. Noch zwei bitte, ein. Und aus. Ich drehe mich um für euch. Letztes Mal, ein, schauen bitte, Schulterblätter zusammenschieben, Popo gezwickt, Staccato-Atmung, Daumen zueinander führen, atmen, 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 sechs, fünf, vier, drei, zwei noch, letztes Mal und stopp, einatmen, nur der linke Arm nach unten aus, schau, was du machst, einatmen, schieb das Schulterblatt nach unten und wechsel die Arme, atme aus, bring dich zur Seite wieder ein, schieb das Schulterblatt und atme aus, Windmill im Stehen ein, Schulterblatt nach unten schieben, ausatmen. Lass die Arme gestreckt, damit das Schulterblatt dort bleibt, wo du es hinschiebst. Ohne hochziehen die Schulter
ohne hochziehen. Nur einatmen, schieben, ausatmen. Einatmen, schieben, ausatmen. Einatmen, schieb und aus. Bauchnabel rein, Arme gestreckt. 6. Ich weiß, die Windmühle ist ein bisschen schwierig. 5. Aber wer genau zuhört, der macht es sicher gleich korrekt. 4. Erfordert ein bisschen Übung. 3. Schieben, Arm gestreckt. Schulterblatt bleibt. 2. Einmal noch. Lass den Arm oben, gib den zweiten dazu. Atme ein, Daumen rein, atme aus. Strecken, Finger, Daumen rein, aus. Oberarme bleiben 90 Grad zum Körper. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. 1 und 6. Stell dir etwas vor, was Schönes, das du dir vom Himmel holst. 5, 4, 3. Ich denke jetzt gerade an einen Reisegutschein auf eine schöne Sonneninsel. 2. Letztes Mal. Schauen bitte, einatmen, Ellbogen zusammenführen, ausatmen. Einatmen, Bauchnabel rein, ausatmen. 1 und aus. 6. Lass den Kopf still. 5, 4, 3, 2. Letztes Mal. Und 1. Und ein bisschen ausschütteln. Aus, wir 17 bitte. Bitte gut zuhören, nämlich. Wir gehen mit dem Rücken rund nach hinten, aber wir belasten nur eine Seite. Und zwar, ich zeige euch das auf der Seite, die ihr seht, das ist bei mir rechts. Einatmen, jetzt belastest du rechts und gehst mit dem rechten Arm zurück. Nur rechts belasten rund. Ein, wieder rechts, sonst ist es zu anstrengend, einmal rechts, einmal links. Ja? Rechts belasten, einatmen, rund und rechts. Gib das Gewicht auf das rechte Sitz, auf den rechten Sitzknochen. Das spürst du. 1. Rund, Gewicht auf den rechten Sitzknochen. Bauch rein. 1. Und wieder. Nur rechts belasten. Ihr kennt es schon mit beiden Sitzknochen belasten, aber jetzt, das fordert die schräge Bauchmuskulatur mehr. Und aus. Und 1. Und rechts und aus. Rechts belasten. Lass die Füße geflext. Schau, dass die Beine stabil sind. Rechts. Bauch rein. Und ihr werdet auf der Seite mehr spüren, als wenn wir beide Sitzknochen belasten. Seitlich spüren. 6. Nur rechts belasten. Und 4. Rund. Bauch rein.
Bauchnabel eigentlich. Dreimal. Mit Freude dabei sein. Zwei. Schon an das Wohlbefinden und an die Flexibilität nach der Stunde denken. Letztes Mal rechts. Ich drehe mich jetzt um für euch. Ein und links. Links belasten. Ein, gerade Rücken. Rund und links belasten. Ein. Links. Gewicht nach links legen. Gewicht nach links. Bauchnabel rein. Der andere Arm bleibt immer nach vorne gestreckt. Der sollte auch stabil bleiben. Sechs nach. Gewicht nach links. Fünf. Rund. Vier. Sehr schön. Angenehm. Noch drei. Letzte. Zwei. Letztes Mal. Schön verlagern. Und ein. Rechter Arm nach außen aus. Und ein, linker Arm. Dem Daumen nachblicken. Der Rücken bleibt gerade. Bauchnabel einziehen. Noch sechs. Fünf. Schön aufrecht bleiben. Vier. Nachblicken. Drei. Zwei. Einmal noch. Und ein. Schau. Hände unter die Kniekehlen und aus. Ein bisschen pendeln, Wirbelsäule massieren. Ich gebe mal meine Spange weg. Immer bequem machen, bitte. Das ist fein. Weiter atmen, bitte. Und langsam. Vier, drei, zwei, letztes Mal und stopp. Bitte schauen. Schau, lass das rechte Bein hier am Körper, streck das linke Bein entlang des Bodens und komm mit dem Oberkörper hoch. Ja? Wenn dein Powerhouse das nicht halten kann, dann bleibst du einfach liegen und machst nur die Bewegungen der Beine, aber benutzt genauso dein Powerhouse. Ja? Einatmen, immer beim Ausatmen die Beine wechseln. Heranziehen, Ferse wegschieben. Einatmen, wechseln, ausatmen, Powerhouse. Wegschieben, heranziehen. Wegschieben heißt Ferse wegschieben. Einatmen. Wechseln, ausatmen. Wechsle beim Ausatmen. Dann kannst du dein Powerhouse richtig gut aktivieren. Animieren auch. Ein. Ich versuche euch zu animieren, das Powerhouse zu aktivieren. Ein. Und aus. Ein und aus. Schieb weg die Ferse. Ein und sechs. Ein und fünf. Ein
4, 7, 3, noch 2, einmal noch, abstellen, abstellen, einatmen, für die Bridge, wir nehmen die Arme dazu, ausatmen. Oben einatmen, Wirbel für Wirbel ablegen, Arme und Wirbelsäule zugleich auf dem Boden landen, bitte. Koordination gefragt bei Pilates, einatmen und Bridge, ausatmen. Hier bleiben, einatmen und ausatmen. Gib das Gewicht auf die Fußsohlen. Der Atem begleitet deine Bewegung. Noch 4. Immer wohlfühlen in der Position. Wenn du merkst, du fühlst dich nicht wohl, dann bitte korrigiere. 3, 2, 1 Übung. Einatmen, Knie öffnen, ausatmen, Fußsohlen auf dem Boden halten. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Zieh den Bauch rein, zieh den Bauchnabel rein, das ist dein Powerhouse. Und halte dein Becken stabil an dieser Stelle, wo es ist. 6 noch. 5. 4. 3. 2. Einmal noch. Bleib offen und mach kleine Butterflies hier. Butterflies, Butterflies, Schulterblätter sind auf dem Boden, Fußsohlen auf, Becken stabil, Bauchnabel rein, Butterflies, Butterflies, atmen, 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 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal und stopp, schließen ein, aus, Tabletop, ein, Knie nach rechts, aus. Wir bewegen den Unterkörper, einatmen, Knie nach links, ausatmen. Schau zur Decke und lass die Schulterblätter beide auf dem Boden. Das Becken darf sich ein bisschen aufstellen. Tu so, als wolltest du es mit dem Powerhouse zurückhalten. Einatmen und schöner Tabletop. Ausatmen. Atmen. Schau, dass die Schulterblätter auf dem Boden bleiben, dass du zur Decke blickst. 6. 5. Flex die Füße, sonst hängen die wie Steine an deinen Beinen.
4. Und du plagst dich viel mehr. 3 noch. 2. Letztes Mal. Achtung. Beine zur Mitte. Streck zur Decke. Handflächen Richtung Decke. Achtung, bitte zuschauen. Entweder beugen oder strecken. Das nicht. Da kommst du in den langen Hebel. Das kann ein Powerhouse nicht halten. Entweder zur Decke strecken oder gebeugte Beine. Ja, ich strecke sie mal. Handflächen zur Decke. Einatmen. Öffnen, ausatmen. Hier bleiben. Einatmen. Schließen, ausatmen. Einatmen. Öffnen, ausatmen. Hier bleiben. Einatmen. Und ausatmen. Immer doppelt atmen, bitte 6. Ihr seht schon, ich nehme viel Luft. Das ist meine Kraft. 3. 2. Abstellen, rechts und links, Beine schließen, Arme ein bisschen weg vom Körper, einatmen, Knie nach rechts, schau nach links, Wirbelsäulen-Twist, sanft ein, andere Seite, Schulterblätter auf dem Boden, ein und aus, ein und aus. Bisschen die Beine führen, damit die Wirbelsäule einen sanften Twist bekommt. 4. 3. 2. Letztes Mal. Und jetzt drehe ich über die Seite in die Bauchlage. Ich mache mir wieder meine Haare zusammen. Mache ein bisschen Pause. Roll deine Stirn ein bisschen hin und her. Auf einem Handrücken. Und mach dich schwer auf der Matte, Energie sammeln für die Übungen auf dem Bauch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lass die Stirn auf deinen Handrücken liegen. Ich schaue nur zu dir wegen der Kamera, ja, oder dass du mich besser verstehst. Das rechte Bein schwebt und der Fuß ist geflext. Schauen bitte, einatmen, kick, kick, ausatmen. Strecken ein, kick, kick, aus. Das gesamte rechte Bein schwebt. Strecken ein, kick. Bauchnabel einziehen, 6. 5. 4. 3. Letztes Mal. Nimm mit der rechten Hand den rechten Fuß und streck den linken Arm weg vom Körper. Schau nach links und zieh die rechte Ferse
immer wieder näher zum Popo. Schau, dass das Becken auf dem Boden bleibt. Kreise ein bisschen das Becken Richtung Boden. Und zieh die Ferse zum Popo. Scorpion Stretch. Vier. Drei. Zwei. Einmal noch. Bitte langsam lösen. Andere Seite. Linkes Bein schwebt. Linker Fuß geflext. Einatmen. Kick, kick. Ausatmen. Einatmen, streck. Kick, kick. Aus. Mach den Bauch fest. Sechs noch. Letztes Mal, nimm den Fuß mit der linken Hand, strecke den rechten Arm weg und schau nach rechts und ziehe die Ferse zum Popo. Schau wieder, dass dein Becken auf dem Boden bleibt. Ziehen und bleiben. Immer näher ziehen und dort bleiben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Langsam lösen. Komm wieder zurück in die Bauchlage. Achtung. Und zwar, die Hände neben die Brust, einatmen, dann wanderst du mit den Händen nach vorne und hebst den Oberkörper, ausatmen. Vorne einatmen und tap, 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 zurück, ausatmen. Einatmen, fester Bauch, tap, 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 tap. Wem das zu viel ist in der Wirbelsäule, der macht nur so. Ja, bis auf die Unterarme. Dann wieder ein und wieder zurück. Ein, aus, bis auf die Unterarme. Der kann sich dann auf den Unterarmen ein bisschen abstützen, wenn das in der Wirbelsäule zu viel ist. Und zurück. Alle anderen. Einatmen, fester Bauch, ausatmen, einatmen, Bauchnabel ein, ausatmen, einatmen und tap, 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 noch vier. Den Bauch festmachen. Drei. Zwei. Bitte zuhören für das letzte Mal. Letztes Mal nach vorne und bleib vorne. Bleib vorne. Lass die Arme schweben. Schweben mit den Beinen und paddel auf und ab. Schau, dass der Körper still ist. Sechs. Atmen. Fünf. Atmen.
strecken, Beine strecken, 4, 3, 2, 1, Pause, bisschen den Kopf hin und her rollen, atmen, hier noch, 3, 2, letztes Mal, jetzt komm langsam in den Vierfüßler, ich nehme mir wieder meine Brille, schau, dass du auf den Zehenspitzen einen guten Halt hast, stell die auf und auf den Handflächen, weil jetzt lassen wir die Knie schweben. Das machst du, indem du dir vorstellst, die Matte zwischen Handflächen und Zehenspitzen auseinanderzuschieben. Ja? Also, die Knie ungefähr 10 cm vom Boden wegschweben lassen. Einatmen und ausatmen. Fast bis zum Boden die Knie ein. Und wieder schweben, schieb auseinander die Matte, aus, ein und aus. Bauch rein, Kopf einrichten, das soll in der Verlängerung der Halswirbelsäule sein. Letztes Mal. Achtung! Lass die Knie über dem Boden schweben und schieb die Matte auseinander. Atmen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knie öffnen. Gegenbewegung für deine Wirbelsäule. Durchhängen lassen. Locker sein. Genießen. Atmen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Komm langsam in den Vierfüßler. Letzte Position. Für deine Wirbelsäule, damit die Bandscheiben mehr Platz bekommen, das Schutzschild als Abschluss, einatmen und Schutzschild ausatmen. Bleib oben, atme ein, geh zurück, nur in den geraden Rücken, atme aus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das Becken vorschieben, das Kinn zum Oberkörper. Bauchnabel rein. 4. 4. Immer das Bäuchlein halten, wenn du nach unten gehst. 3. Zwei. Einmal noch genießen. Stell die Zehenspitzen auf, einatmen. Geh ins verkehrte V, ausatmen und wandere mit den Händen zu den Füßen zurück. Beug die Beine, Hände auf die Oberschenkel, einatmen, ausatmen. Hallo, da sind wir wieder. Beine parallel, ein bisschen die Wirbelsäule elastisch machen,
ein und aus. Geh ein bisschen in die Knie, zieh die Schulter hoch, schieb das Schulterblatt nach unten. Hoch und schieb. Oberkörper ein bisschen mitnehmen. 4. Ah, das ist angenehm. 3. 2 noch. Einmal noch. Und wieder unser Abschluss. Beine schön parallel. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Einatmen. Negative Energie wegwerfen. Bisschen reinspüren in den Körper. Nochmal ein. Wirf alles weg, was weg soll. Und nochmal einatmen. Und negative Energie wegwerfen. Gut aufrichten. Arme strecken, einatmen. Sonnenschein, Glück und Freude nehmen, aufgerichtet bleiben, nach vorne lächeln. Nochmal einatmen, Gesundheit nehmen, Vertrauen, Zuversicht und Geduld nehmen. Und ein letztes Mal einatmen. Positive Lebensenergie nehmen, sich freuen, ein bisschen noch genießen. 4, 3, 2, 1. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal, sagt eure Brigitte.